Er ist der König unter den Stoffen in der Republik Kongo. Der Raffia wird aus den Blättern einer afrikanischen Palme hergestellt. Seine Herkunft aus heimischer Erde verleiht ihm eine unangefochtene symbolische Bedeutung. Auf ihm gründet die Macht des Königreichs des Volkes der Bateke, deren Gebiet heute zu verschiedenen Staaten gehört. Während die Kolonialisierung viele andere Königreiche in Afrika zerstört hat, halten die Bateke an der rituellen Bedeutung dieser Faser fest. Das Reich der Bateke ist eins der Königreiche in Afrika, die ihre Spuren und ihre Kultur bewahrt haben. Der Raffia hat uns dabei geholfen. Er ist unser Emblem. Wie das Königreich der Bateke hat auch der Raffia unter der Baumwolle zu leiden, die die Kolonisierung im Gepäck hat. Doch die starke Faser hält der europäischen Mode stand. Dadurch ist sie heute zum Symbol einer Geschichte geworden, die sich nicht nur die Bateke, sondern alle Kongolesen zu eigen machen. Das Dorf Nkwor, einige Dutzend Kilometer von Brazzaville entfernt, liefert einen wertvollen, aber unauffälligen Rohstoff. In der landwirtschaftlich geprägten Region, die die Hauptstadt ernährt, erntet der Weber Mbani Blattadern, aus denen er den Raffia herstellt. Zunächst trenne ich die Fasern von den Blättern. Danach lege ich sie 2 bis 3 Tage in die Sonne. Wenn sie trocken sind, kann ich sie weben. Der Bast ist sehr stabil. Früher haben unsere Väter und Großväter diese Fasern verwendet, um zum Beispiel Fallen für Rebhühner zu bauen. Bei diesem Volk mit fast 4 Millionen Menschen werden seit Jahrhunderten Brautpaare wie auch die Toten in diese robuste Faser gekleidet. Selbst für den Medizinmann ist der Raffia ein Thema. Wenn eine Familie von bösen Geistern bedroht wird, bittet der Medizinmann sie immer, ein Stück Raffia ans Kopfende des Bettes oder auf eine Tasche zu legen und dabei Zaubersprüche zu den Ahnen zu sprechen. So findet die Familie ihren Frieden wieder. Nachdem er die Fasern vorbereitet hat, gibt Mbani in seiner Werkstatt in einem Vorort von Brazzaville sein Wissen weiter. Die Raffia-Tradition geht vom Vater auf den Sohn und den Enkel über, wenn das Interesse da ist. Meine beiden Großväter waren Weber, wie auch mein Vater. Weber waren reich, weil sie ihren Raffia gegen alles eintauschen konnten. Das ist mein erster Webstuhl. Ich liebe ihn. Mein Junge liebt ihn auch und ist ebenfalls Weber geworden. Der Raffia ist das Aushängeschild der Bateke, eines Königreichs mit bewegter Geschichte. 150 Kilometer von Brazzaville entfernt führt eine gewundene Piste durch die Savanne nach Mbé. Das bescheidene Dorf ist die Hauptstadt des Königreichs der Bateke, eines der ältesten in ganz Afrika. Die Würdenträger führen hier die Bräuche fort. Der Raffia, der bei rituellen Tänzen getragen wird, steht im Mittelpunkt ihrer Gründungsgeschichte. Seit dem 13. Jahrhundert erschien allen Clanchefs der Bateke eine Person im Traum, die ihnen sagte: Versammelt euch im Wald. Dort wird euch ein Bote sagen, was ihr tun müsst. Als der unsichtbare Bote die Rollen der Clans festgelegt hatte, verschwand er wieder. Die Bateke erhielten einige Gaben. Eine von ihnen war die Gabe, einen Stoff zu weben, den Raffia. Sie begannen zu verstehen, dass man im Wald nicht nackt sein sollte.
Weshalb man auch sagt, dass ein Pateke bekleidet geboren wird. Und so begann die Geschichte des Raffia. Mitten im Dorf befindet sich auch der königliche Hof. Seit einem Jahr führt König Michel Ganari Nsalu II., genannt Makoko, das Königreich an. Er ist der 18. Nachkomme seiner Erblinie. Umgeben von seiner Familie und den in Raffia-Tüchern gehüllten Würdenträgern hält er hier alle 4 Tage zu den Klängen traditioneller Melodien eine Audienz ab. Der König mit seinem Hofstaat ist der oberste Richter des Königreichs. Er ist für alle Probleme im Dorf zuständig und wird von seinen Würdenträgern und Vasallen begleitet. Er empfängt Besucher und Untertanen aus sämtlichen Himmelsrichtungen, um über die Belange des Königreichs zu sprechen. Das Ritual ist seither unverändert. Als der König vor Jahrhunderten noch an der Spitze eines richtigen Staates steht, ist er einer der mächtigsten Männer in Zentralafrika. Wohlstand erlangt das Königreich durch den Handel mit Kunsthandwerk und Erzen. Damals wird der Baststoff zum Zahlungsmittel. Das erste Kleidungsstück des Königs war aus Raffia. Aber der sah anders aus als die anderen. Er war ein bunter Raffia. Die Bateke begannen erst Anfang des 19. Jahrhunderts, ihn auch für andere Königreiche herzustellen. So wanderte er von Nation zu Nation. Dann beschloss man, um den König von den Untertanen und anderen Würdenträgern zu unterscheiden, dass er ein rotes Gewand und ein schwarz-rotes Tuch mit Pantherflecken oder mit einem Löwen darauf tragen sollte. Für lange Zeit ist es Brauch, dass die Hauptstadt des Königreiches nach dem Tod eines Oberhauptes umzieht. Aus den von den Bewohnern der alten Städten zurückgelassenen Fruchtkernen werden Wälder, die heute als heilig gelten. Diese Stele inmitten dichter Vegetation markiert ein ganz anderes Ereignis. Im Jahr 1880 wendet sich das Schicksal des Königreichs. König Iloo I. schließt einen Vertrag mit dem französischen Entdecker Pierre Savoignon de Brazza. Für die Bateke, die in ihm einen Humanisten sehen, handelt es sich dabei um ein festes Bündnis. Nach Unterzeichnung des Vertrags fügten sich de Brazza und der König Schnitte zu und tranken das Blut des anderen, um die Freundschaft zu besiegeln. Der König hatte nicht damit gerechnet, dass die Kolonialisierung negative Folgen haben würde. De Brazza hatte gezeigt, dass er als Freund und nicht als Eroberer oder Diktator kam. Im Gefolge von de Brazza werden bereits die ersten Europäer neugierig auf die ihnen unbekannte Faser des Kongo. Die Franzosen hinderten die Bateke nicht daran, ihr Geschäft auszubauen. Sie ermutigten sie sogar. Sie staunten über diesen natürlichen, authentischen Schatz der Bateke. Sie schätzten diesen Stoff. Doch der Vertrag beschleunigt die Kolonialisierung und die Aufteilung des Königreichs zwischen Belgiern und Franzosen. Bald ersetzen profitgierige Industrielle den Raffia durch eine andere Faser. Die Baumwolle war ein Industrieprodukt, das die Weißen für sich haben wollten. Man investierte in Handelsgesellschaften. Die Franzosen ließen zwar Baumwolle anpflanzen, verhinderten jedoch nicht die Entwicklung des Raffia-Geschäfts. Mit der Kolonialisierung wird dem Königreich der Bateke die Souveränität entzogen. Es wird nach und nach in der Savanne isoliert. Das Stück Land, das der König de Brazza schenkt,
wird im 20. Jahrhundert zur modernen Stadt Brazzaville. Die Bewohner der rasant wachsenden Stadt übernehmen die Baumwolle von den Kolonisten. Im Viertel Bakongo, wo die Parisiens, die Rückkehrer aus Frankreich, flanieren, ist die Mode nicht mehr aus Raffia. Das Schaulaufen in Baumwollkleidung wird zu einer Kunst, die noch heute praktiziert wird. Seit den Anfängen importierten die sogenannten Sapeurs Anzüge. Damals trug man nur Baumwolle, Gabardine und Velour. Doch um gut gekleidet zu sein, musste man westliche Kleidung tragen. Hier gab es keine Fabriken, die diese Kleider nähten. In den Dörfern der Batiké wird das Wissen über das Webereihandwerk jahrzehntelang bewahrt. Die Palmenfaser behält ihre symbolische Strahlkraft. Im Jahr 2005 schenken Würdenträger der Batiké dem französischen Präsidenten Jacques Chirac ein Gewand aus Raffia. Heute interessieren sich auch einige der Modedesigner in Brazzaville wieder für den Stoff ihrer Vorfahren. Als ich mit Modenschauen begann, musste ich mich etwas von anderen abheben, um auf die Marke Alexis & Gomard aufmerksam zu machen. Und so habe ich den Raffia mit anderen afrikanischen Gewändern kombiniert, auch mit Satin aus Europa, was dem Raffia eine andere Wirkung verleiht. Auch für die Träger der modischen Kreationen sind die Emotionen greifbar. Es ist etwas schwierig zu erklären, wie man sich fühlt, aber wir sind echt begeistert, weil das Outfit so schön und gut kombiniert ist. Man kann einfach nur sagen, wow. Ich finde, der Raffia ist ausdrucksstark. Er steht für unsere ganze Kultur, für den afrikanischen Stolz. Ich hoffe auch, dass er sich global durchsetzt, obwohl ich mir da sicher bin. Der Raffia hat auch das Schicksal von Bifuma aus dem Arbeiterviertel Wenze verändert. Denn mit der Markthändlerin hat es das Leben nicht immer gut gemeint. Ich habe gelitten und viel geweint. Ich habe Gott gefragt, warum ich? Doch eines Tages hat mir Gott einen Traum geschickt, wo man mir sagte, dass der Raffia die Lösung sei. Ich dachte, Raffia? Ich bin keine Batiké. Also wozu Raffia kaufen? Nachdem sie ihren Traum vom Raffia verfolgt, ist die sogenannte Sapeuse äußerst erfolgreich. Wenn ich damit ausgehe, gibt man mir Geld. Wenn ich das trage und nach Hause komme, bringe ich Geld mit. Ich bekomme überall Geld. Das Outfit hat besondere Kräfte. Der Erfolg zeigt, dass der Raffia ein Stück der Macht der Batiké-Ahnen an alle Kongolesen weitergegeben hat.